gegen Migration. Jo. Und dann diskutieren die da. Und der eine, der gegen Migration war, hatte definitiv die schlechteren Argumente. Und dann hat er am Ende eine Abstimmung gemacht, wer denn gewonnen hat. Und dann hatte dann mit 60% oder was, hatte dann damals... Habe ich noch, also, ne, doch gewonnen. Nee, du hast doch... Da hat doch gerade gesagt, du hast verloren. Nein. Nein, er hat gesagt, der die gegen Migration war, hatte die schlechteren Argumente. Ich meine gerade, dass Daram ja jetzt doch noch den Sieg zuerkannt hat. Aber da, sein da Punkt war ist noch nicht so lange anderer. Auf diesem abgedriften Pfad. Da hat dann derjenige, der gegen Migration war, gewonnen. Ha, du hast doch verloren. Ja, weil der Chat hat... Ja, das liegt an Chronotopias eindeutig viel zu rechten Chat. Ja. Ja, das ist... Eindeutig, Proletopia hat sich da eine rechte Community aufgebaut. Also genauso wie Holger Kreimeier von Massengeschmack.tv oder Sinans Woche. Die haben sich alle eine rechte Community aufgebaut. Jeder, der dem Wokismus auch nur einmal widerspricht, der ist rechts. Das ist daraus die Definition von rechts wahrscheinlich, wenn man ihn fragen würde. Ja. Alles andere ist eine paar Wochen später hat er... ja. ...dann auch angefangen mit, ich... bin jetzt auch gegen Migration, weil das ist vernünftige linke Politik. Wenn die einen Aria-Nachweis fordern. Weil zu rechtsextrem noch, weil zu rechtsextrem Gewaltanwendung gehört. Und sie wenden keine Gewalt an. Du sagst. Also sorry, mich würde echt mal interessieren, was ist Daras Position? Also, man muss sich gegen diese Walkies immer nur verteidigen. Ich würde die mal so gerne fragen, was ist eure Position dazu? Sollte man jedem, der hier 6 Monate Deutschland lebt, gleich die Staatsbürgerschaft geben und jeden reinlassen, der kommen will? Und den jeden gleich mit allen Sozialleistungen versorgen, die es gibt. Also, keine Ahnung, wenn jemand in Afrika gerade mal so das Geld zusammenkratzen kann für eine legale Einreise hier nach Deutschland, dann sagt, okay, du darfst herkommen. Wenn er das Geld für den Flug hast, du darfst herkommen, hast du dann mit deiner ganzen Familie das Recht auf alle Sozialleistungen, kriegst dann sofort die Staatsbürgerschaft in die Hand gedrückt, darfst wählen. Also, ist das Daras Gegenvorschlag? Also, das würde mich wirklich mal interessieren. Ja, dieses halt No Nations, No Borders und so weiter. Also die maximale Freizügigkeit für alle, weil natürlich letzten Endes sind ja Staatsgrenzen und so weiter und damit auch Staatszugehörigkeit, ist das ja alles Willkür. Ja, gewisse Willkür oder gewisse historische Prozesse, die jetzt nicht unbedingt immer ganz logisch sind, die stecken da sicherlich drin, aber sollte jetzt jeder von überall auf der Welt sagen können, okay, ich bin jetzt Deutscher, wenn ich da, keine Ahnung, ein paar Monate gelebt habe, wenn ich da ein paar Monate in Deutschland gemeldet war und jeder sollte überall auf der Welt völlig legal nach Deutschland einreisen. Ist das hier die Position der Wokies? Also aktuell wird Migration ja schon viel schärfer reguliert als das, was ich gerade beschrieben habe. Und zwar in fast allen Ländern der Welt, oder wahrscheinlich sogar in allen Ländern der Welt. Mir fiel jetzt kein Land ein, wo du einfach so reinkommen kannst und dann Anspruch auf alle Sozialleistungen hast. Also, warum macht das dann nicht ein Land so, wenn das so ein erfolgversprechendes Konzept ist? Kann es sein, dass das eventuell zu Problemen führt? Ja, rechtsradikal würde ich sie nennen. Ich würde sagen, sie sind rechtsradikal, ja. Aber dass sie die deutsche Rasse erhalten wollen und dass sie die deutsche Rasse gegen andere, dass die deutsche Rasse gegen andere siegreich sein muss, dass das deren Positionierung ist. Wieso sagst du nicht, dass das rechtsextrem ist? Ja, nicht siegreich. Deswegen, weil sie rechtsradikal. Hätten sie siegreich gesagt, klar, Rechtsextremisten. Aber sie sagen nicht siegreich. Also nur rechtsradikal. Was? Radikale sind, weil sie nicht zu Gewalt. Hey, so, Erwin, weil sie jetzt nicht zu Gewalt aufrufen. Ich würde auch nicht sagen, dass sie rechtsradikal sind aus der Honigfarbe. Denn sie fordern ja auch nicht unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung irgendwie. Obwohl, doch. Sie wollen Leuten, die deutsche Staatsbürgerschaft schon haben, die wieder aberkennen. Das wäre der Punkt, den ich kritisch sehen würde. Da ist die Honigfarbe auch deutlich radikaler als die AfD. Aber sonst reicht das für mich halt nicht, radikal zu nennen. Ja, Schlomo hat das ja so gesagt. Also Schlomo hat das ja oder wenn du den Schattenmacher nimmst, ja, der ist ja jetzt auch kein Freund von Demokratie. Nee. Wenn du den dazu zählst zur Honigwabe, also zur erweiterten Honigwabe, dann ja. Das, der hat sich tatsächlich in einem Video mal für einen anderen Selektionsprozess von Politikern ausgesprochen oder Menschenwürde und so in Frage gestellt. Wäre auch was, worauf man mal debattieren könnte, aber das weit in Zukunft. Die Videos sind ja relativ zeitlos. Aufrufen und auch nicht zu Gewalt stehen, sage ich noch einmal.
Erwin ist aber nicht gegen Migration. Er sagt auch ganz klar und oft, dass jedem Menschen in Not geholfen werden muss. Das sagt übrigens auch die identitäre Bewegung. Ja, also deswegen, ich weiß nicht, ob euch da die... Könnte es sein, dass es einen viel breiteren Konsens zum Asylrecht gibt, als uns die Walkies hier weismachen wollen? Könnte es sein, dass wir vernünftige Lösungen finden könnten? Also ich erinnere mich an Frauke Petri, der hatte vor ein paar Jahren, oder weiß nicht, ob das Frauke Petri war, korrigiert mich, wenn ich falsch lage, auf jeden Fall irgendeine AfD-Politikerin, die vor ein paar Jahren noch eine Botschaftslösung gefordert hatte. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, welche Politikerin es war. Aber war auf jeden Fall eine von der AfD, die hat gefordert, wir sollten in Botschaften in anderen Ländern halt Asylverfahren ermöglichen und wenn die Leute wirklich ein Recht auf Asyl haben, dann sollen sie nach Deutschland kommen. Also wenn, keine Ahnung, jemand in Ägypten verfolgt wird und sich in die deutsche Botschaft flüchten kann oder ins Nachbarland kommt und im Nachbarland ihnen die Abschiebung droht und er kann halt zur deutschen Botschaft gehen und sagen, okay, Hilfe, ich werde in Ägypten verfolgt und das Land, wo ich hier gerade bin, das will mich abschieben entgegen aller rechtlichen Standards oder wenn er direkt in Ägypten ist, Hilfe, ich werde hier verfolgt, ich komme auch nicht aus der Botschaft raus, also so Julian Assange-mäßig, dann dann sollte man natürlich sagen, okay, darfst herkommen. Wenn aber dann das Nachbarland, also keine Ahnung, wenn jetzt ein Syrer beispielsweise in Libanon geflüchtet ist und im Libanon eigentlich schon aufgenommen wurde und der dann zu einer deutschen Botschaft geht, dann würde die Botschaft sagen, nee, du bist doch schon im Libanon aufgenommen. Hier ist das Land, wo du jetzt erstmal aufgenommen wurdest, du bleibst hier. Also das wäre ja tatsächlich eine Lösung, der man die Migrationszahl deutlich senken könnte und denen, die wirklich Anspruch auf Asyl haben, denen das auch zu gewähren. Also aktuell muss ja wirklich jeder ein Boot, sich ein Boot übers Mittelmeer oder so organisieren und die illegal einreisen, aber diese, und fallen eben viele hinten runter, die tatsächlich Anspruch auf Asyl hätten. So könnte man das eben ausschalten, dass wirklich nur die kommen, die tatsächlich einen Anspruch auf Asyl haben. Die Bildung fehlt oder wie das Ganze funktioniert. Solche Leute wie Erwin zum Beispiel, davon kenne ich 5 oder 10 im englischsprachigen Raum, die in den USA oder so aktiv sind und dort eben die gleiche Strategie fahren. Und die dann, ne, praktisch, die, also am Ende des Tages ist es halt eine Strategie, da kann man jetzt Good Faith rangehen, sagen, er versucht damit wirklich die Rechten mitzunehmen, irgendwie die zu überzeugen. Oder man kann Bad Faith rangehen, das ist halt alles ein Trick, um sozusagen mehr Menschen, um sozusagen Menschen zu gewinnen, hey, hier ist ein linkes Narrativ für eure rechtsradikale Ansicht. Für eure rechtsradikale Ansicht. Wie wir es wissen, geht daran natürlich immer Good Faith dran. Also er würde niemals anderen Leuten etwas unterstellen, was sie nicht gesagt haben. Er ist ja auch ein Freund von Polodopia. Das hat er auch schon gesagt. Ja. Er ist übrigens auch ein Freund quasi von erfunden. Ehrlich. Es gibt von Dara so viel gutes Material, darauf kann man gar nicht komplett reagieren. das muss ich euch jetzt nochmal kurz zeigen. Das ist so genial. Ich zeige das Video, wo er gesagt hat, er ist sein Freund von Imp. Hier auf Imps Reaktionskanal. Dara ordnet mich ein. Das Video hier ist es. Das ist so witzig, wie viel Unsinn dieser Mann über andere Leute quatscht. Also das ist so unfassbar witzig. Das ist genauso wie bei Shoyoka,